große Kontinuität bei Chemie Leipzig. Miroslav Jagatic heute in seinem 100. Pflichtspiel als Coach der BSG. Veränderung an seiner Seite. Der ewige Kapitän Stefan Karau fortan. Co-Trainer, der neue Mann mit der Binde, Benjamin Bellot. Chemie ganz in Weiß von Beginn an aktiv mit 3 Neuzugängen in der ersten Elf und die waren sofort im Spiel. 6. Minute, Ballgewinn durch Surek, dann geht's schnell über Mast. Neuzugang Eschelle aus Fürstenwalde gekommen auf Neuzugang Mäder aus Cottbus neu in Leipzig. Schon in der Jugend beim FC Sachsen, jetzt nach Stationen bei RB in Meuselwitz in Zwickau und bei Energie zurück in Leutsch. Chemie immer wieder mit überfallartigem Umschaltspiel. Mast hat Platz. Dennis Mast sucht Eschelle, findet ihn soeben nicht. Dennis Mast umso mehr als Anführer gefordert nach den Abgängen der Routiniers Karau und Bolze. Markus Tschiesche, neuer Trainer bei Babelsberg, zuletzt 2 Jahre erfolgreich bei Tennis Borussia Berlin. Alles neu bei 0-3. Tschiesche krempelt Babelsberg auf links. 7 Neuzugänge in der Startelf. Und nach 20 Minuten wurden die Gastgeber erstmals gefährlich. Das ist die wunderschöne Flanke auf Daniel Frahn. Das 1:0 für Babelsberg. Der neue Kapitän trifft sofort. Rico Gladro bedient ihn sensationell. Punktgenaue Flanke, punktgenauer Kopfball. Daniel Frahn in der Vorsaison 18 Mal erfolgreich und jetzt trifft er schon wieder. Und Babelsberg wollte nachlegen. 38. Minute, Çakmak, ebenfalls ein Neuzugang. Auch er sucht Frahn, auch er findet Frahn und der trifft erneut und wird zurückgepfiffen. Leichter Schubser von Matthias Steinborn für den neuen Captain. Schiedsrichterassistent Bela Wiedhüchter hatte die Fahne oben und ihm gebührt Lob. Nicht leicht zu sehen, Frahn eine Fußspitze näher an der gemähten Rasennarbe im Zentrum. Richtige Entscheidung. Chemie nach vorne gepeitscht von über 1000 mitgereisten Chemikern. Regionalliga-Atmosphäre, wie sie besser kaum sein könnte. Und die BSG ließ sich von dieser Stimmung tragen, hielt immer wieder dagegen. Eschelle, 40. Minute auf Mauer. Gutes 1-gegen-1, die Flanke ausbaufähig, aber Mast ist da. Mast hält den Ball heiß. Babelsberg mit Problemen. Eschelle auf Brückmann, der Ausgleich 1:1 in Spielminute 40. Florian Brückmann mit seinem ersten Tor im Kalenderjahr 2022. Etwas glückliche Vorarbeit von Eschelle und dann Brückmann mit Gewalt. Rums! Kurz vor der Pause nochmal Babelsberg, Gladro und mit etwas Glück kommt der Ball zu Steinborn. 1:1 der Halbzeitstand vor den Augen von Carsten Heine, Trainer der VSG Altglienicke, mit einem 2:0 über Energie Cottbus gestartet. Nächste Woche fährt er mit seinem Team zur Chemie Leipzig, die Woche drauf nach Babelsberg. Dieser Ausflug lohnt sich mal so richtig. Und Heine sah eine mitreißende zweite Hälfte. 49. Minute. Fuchs nicht gestört von Brückmann. Mäder kann die Flanke nicht verhindern. Und Çakmak lässt Bellot keine Chance. Erneute Führung für Babelsberg. Çakmak mit dem Coach von Tennis Borussia gekommen. Die Flanke von Ngatje ist stark. Und dann können sie Çakmak nicht mehr verteidigen. Chemie hielt weiter dagegen. Brückmann mit dem Ballgewinn. Kanter auf Yannick Mäder. Immer aktiv, immer gefährlich. Sein Pass auf Eschelle. Im Vorjahr 6-mal erfolgreich für Fürstenwalde. Mäder und Eschelle, die beiden funktionieren. Und die beiden liefen erst so richtig heiß. Stunde gespielt. Chemie, wie so oft, mit gutem Pressing nach Ballverlust. Das ist Mäder. Das ist immer noch Mäder, stark im 1 gegen 1, die perfekte Hereingabe und da ist Eschelle und diesmal macht das und nutzt sein erstes Chemietor für diese Botschaft.
zwei Neuzugänge, an denen Chemie viel Freude haben dürfte. Mäder mit der Traumflanke und Eschelle springt höher als Sitan. Nur zwei Minuten später schon wieder Babelsberg. Flanke, Çakmak, Kopfball, Steinborn, 3:2. Es ging richtig rund im Karl-Liebknecht-Stadion. Der Ex-Lokspieler führt seinen alten Seilspringerjubel auf und freut sich über das Tor gegen Chemie. Mit Lok in den Aufstiegsspielen gescheitert, zuletzt mit dem BFC erneut gescheitert. Dieser Treffer dürfte ihm sehr gut tun. Wiederum nur wenige Augenblicke später, Freistoß auf der anderen Seite. Harand und Klatte mit toller Parade. Harand, Neuzugang aus Magdeburg, spielstarker Innenverteidiger, soll Karau vertreten und hätte hier beinahe zum ersten Mal für Chemie getroffen. Dann allerdings sein Fehlpass in der eigenen Hälfte sorgt für Unruhe. Chemie verliert den Ball erneut und Babelsberg nutzt die Unordnung. Da ist Gladro und da ist das 4:2 für Babelsberg. Der Ex-Erfurter, auch er mit Schieße von Tennis Borussia gekommen. Die Neuzugänge schlagen ein auf beiden Seiten. Gladro mit seinem Debüttor für Babelsberg. Chemie immer noch nicht geschlagen. Brügmann auf Jäpel. Gute Aktion von ihm. Jäpel scheitert am starken Luis Klatte in der Vorsaison mit 8 Toren. Zusammen mit Kirstein, bester Torschütze bei Chemie. Hier bleibt er hängen und so blieb's am Ende beim 4:2 für 0:3. Wir haben zu viele individuelle Fehler gemacht, die hätten heute nicht sein dürfen. Wir kamen ja immer wieder zurück und nachhinein ja, haben wir die immer wieder durch irgendeinen Fehler wieder stark gemacht. Und nachhinein gewinnt Babelsberg 4:2 für die ein guter Saisonauftakt. Aber uns wird es nicht umbringen. Naja, wir hatten eine lange Vorbereitung. Wir hatten jetzt 6 Wochen Vorbereitung. Da haben wir schon alle gut zueinander gefunden. Und es war ja auch viel gut bei uns auf dem Platz, meiner Meinung nach. Wenn wir das jetzt noch festigen und verbessern, dann blicke ich auch positiv in die Zukunft. Aber da müssen wir solche individuellen Fehler oder ja, Kleinigkeiten abstellen, die zu Toren führen. Alle reden in dieser Staffel über Favoriten, nur über Altklinike, über Jena, über Cottbus. Was ist denn, wenn man Babelsberg in den Kreis mit reinnimmt? Ach nee, ich glaube, davon sind wir noch weit entfernt. Ich glaube, die anderen Mannschaften gehören da schon zurecht in diesen Favoritenkreis. Ich glaube, wir sind dafür da, dieses Jahr genau diese Mannschaften zu ärgern. Ich glaube, man hat gesehen, zu was wir in der Lage sind. Jeder weiß, was Chemie kann. Kein schlechter BSG-Auftritt und trotzdem endet für den dienstältesten Coach der Liga eine Serie. Erstmals überhaupt verliert Miroslav Jagatic ein Saisonauftaktspiel mit Chemie Leipzig.